langsamer Zeit, dass sich was in Deutschland tut, was Abstand angeht, dass die Strafen mal wegen drakonischer werden. Abstand, Rettungsgasse, Standspur parken. Das volle Programm. Machen wir es wie die Franzosen, 10.000 Euro. Wenn du Scheiße baust. 10.000 Euro? 5.000 Euro, 6.000, 10.000, 18.000, 20.000 Euro. Für beide, für den Chef und für den Fahrer 20.000, mal 40.000, 18.000, 36.000. Darf alles der Chef bezahlen, der Fahrer kann das nicht bezahlen. Wie soll er das bezahlen? Chef, ja, bring mal 18.000, nein, 36.000 vorbei. Die Strafe für die Franzosen zum Auslösen vom LKW. Gewinnabschöpfung. Bei uns 2.500, 3.000 Euro. Gewinnabschöpfung. Das, was der Spediteur verdient an der Fracht, an der Tour, nennt man Gewinnabschöpfung. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt zum Beispiel meint, der macht, er verschickt jetzt eine Kiste auf einen Schwertransporter mit Überbreite und holt sich dafür ein Gutachten, also eine Erlaubnis. So, und die halten ihn an und finden in den Kisten nur Kleinteile, die man locker mit einem normalen LKW hätte auffahren können. Das ist ein Missbrauch. Dann machen die Gewinnabschöpfung, weil es hätte ein normaler LKW auch getan. Weil da brauchst du eine Sondergenehmigung mit Schwertransport mit Überbreite. Ist klar, ne? Oder du verletzt Traktoren, wo oben 20, 25, 30 cm zum Dach rausgucken, dass du den Edger nicht mehr zumachen kannst. 4,30 m an der nächsten Brücke hängst du fest. Deine Ware ist beschädigt, die Brücke ist beschädigt, die Bahn ist gesperrt, weil du quer stehst. Hervorragend. Gewinnabschöpfung. Ist zu wenig. Ist einfach zu wenig. Es müsste härter werden. Ach so. Dinge blinken weiß. Deswegen. Irgendwas hat er gerade weiß geblinkt an dem Windkraft. Na, kommst du halt vorbei? Ja, das ist ein LKW. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, ob den obwohl ich jetzt mache. Wie man gerade sieht, naja, ist das nicht ganz geglückt. Nicht so richtig. Abfahrt in 83 Kilometer, Dorfmark, Richtung Pampa. Naja. Bergab mit Rückenwind klappt es vielleicht. Wenn es da bergab. Nee, nicht wirklich. Selbst dann würde er es nicht ran schaffen, weil er müsste ungefähr einen Kilometer. Es müsste ungefähr einen Kilometer rollen lassen. Und wenn es wieder auf die Gerade geht, er kann die Nordsicht nicht halten. So wie es aussieht.
Samstag früh, 2.25 Uhr. Hervorragend. Zu dumm sind, in den Spiegel zu gucken, dann interessiert mich die Verkehrsordnung auch nicht mehr. Weißt du? Dann habe ich auch keine Lust mehr. Mich an die Warum soll ich mich an die Verkehrsordnung halten? Wenn so jeder, vorne überhole ich einen, lass das rollen. Denk mir, ja, ist so in Ordnung. Warte mal, wenn wir auf den Geraden sind, wie schnell du dann noch fährst? Der Pole zum Beispiel vorhin. Wie schnell ist er denn am Schluss gefahren? Lahmarschig. Also du kannst die Geschwindigkeit halten? Glaube ich denn. Spätestens auf der Geraden und bergauf wirst du merken, dass du nicht mehr rollen kannst. Hier ist das Gegenteil. Merkst du was? Der Hindermann kam näher, aber jetzt nicht unbedingt. Also der andere Hindermann, der mich vorhin überholen wollte.
Er hat es ja nicht unbedingt rollen lassen, er hat ein bisschen Gas gegeben, das war alles. Das sah halt so ein bisschen komisch aus. Aber hey, mal probiert's. Pech gehabt. Es hat nicht funktioniert, ich sage ja nichts dagegen. Hat halt nicht funktioniert, fertig. Ich meine, wenn ihr jetzt 125 bergab rollen lässt, ist nicht mein Problem, ist sein Problem. Da hatte ich letzte Woche am Dienstag Nürnberg. Ja, am Mittwoch hatte ich einen Münchner. Der hat mich bei Hanmünden, den Berg hinauf, ja, den Staufenberg da, diesen komischen Berg, diesen langgezogenen, weil er leichter ist, hat er mich überholt. Klar, natürlich. Kein Thema. So, der erste Berg. Es gibt ja zwei Stufen. Ne? Dann geht es oben wieder auf die Gerade, dann geht es in die Linkskurve und dann fängt der Berg wieder langsam an. Und dann wird er immer steiler. So, dann kommst du irgendwann oben bei Hanmünden raus. So, da habe ich ihn dann abgezogen. Bergauf. Nach Hanmünden geht es ja wieder die Kuppe runter. Da kam er dann wieder auf der linken Spur. An mir vorbei. Münchner, Sattelzug. Aha, interessant. Nächster Berg, der bei Kassel, Kasseler Dreieck. Da war er schneller. Klar, natürlich, weil es ein steiler Berg ist. Ja. Die anderen Berge alle danach. Kasseler Berg, der eine Kasseler Berg zum Beispiel, Kasseler Dreieck zum Beispiel, der ist halt steil. Ja. Aber alle anderen Berge, die sind etwas flacher, die sind nicht so ganz steil. Da kann ich volle Geschwindigkeit rausholen. Da hat der Münchner keine Chance mehr gehabt. Bei Kirchheim, nach dem Dreieck, hat er es dann nochmal rollen lassen, bergab. Aber dann Kirchheim den Berg wieder rauf, Richtung Würzburg. Da hat er dann keine Chance mehr gehabt. Da habe ich dann, ich habe es nicht rollen lassen. Dann Abstand rausgeholt. Richtig schön Abstand rausgeholt. Und dann ging es halt wieder bei Kirchheim den Berg, diesen langgezogenen Berg, wo dann unten über die Brücke 60, Überholverbot, und dann geht es auf dreispurig. Da habe ich ihn dann bergauf richtig abgezogen. Weil er halt nur 88, 86, 88 bergauf, Höchstgeschwindigkeit auf der Geraden, mehr schafft er nicht. Er kann halt nur bergab überholen. Tja, Pech gehabt. Ich sage, du musst auf der Geraden schnell sein, nicht bergab. Wenn du es auf der Geraden und bergauf schaffst, jemanden zu überholen, dann ist deine Kiste schnell genug. Wenn du aber nur bergab überholen kannst, dann wirst du diesen Vorsprung nicht lange halten können. Weil dann derjenige, den du gerade eben bergab überholt hast, weil deine Geschwindigkeit wieder runterfällt auf 86, 87, 88, wird er mit 90 an dir vorbeiziehen. Und dich anguckt und meint hier, ey, Alter, spinnst du? Hast du Maison am Pony? Ja. Also, ganz ehrlich, Vogel. Ja, das ist normal. Habe ich früher auch gemacht. Letztens die Gütersloh durchgefahren, Tagschicht. Da habe ich unheimlich stumm gemacht.
Ich war zum Beispiel bei ZF in Stemwede. Die hatten Kisten zu verladen. Metallbehälter. So. Und ohne Gurte bekommst du dort keine Ware. 28 Behälter. LMKGs. Heißt die Dinger. Bei ZF. Im Internet gibt es den Begriff LMKG. Das ist betriebsintern. Das sind Metallkisten, Metallwannen. Die sind rechteckig. Nicht quadratisch, sondern rechteckig. Mehr breit wie lang. Oder mehr breit wie... wie soll man sagen? Die sind auf der einen Seite 15 cm länger wie in der Breite. Sagen wir mal Breite 50 mal 65. Ja. Ungefähr 40, 50 cm hoch aus Metall. Da wiegt eine Wanne 60, 65 Kilo. Nur die Wanne. Eine Gitterbox zum Beispiel wiegt, was wiegt eine Gitterbox? 90, 100 Kilo? Die ist auch doppelt so groß. Also vom Volumen her. Aber du kannst in einer LMKG, in einem LMKG-Behälter, kannst du über eine Tonne reinpacken. Das kannst du in der Gitterbox nicht. In der Gitterbox, wenn du schaffst, 5, 6, 700 Kilo, weil halt eben, die sind nicht so stabil gebaut. Eine LMKG-Wanne ist halt Vollstahl. Vollstahlbehälter. Naja, und was sollte ich 28 solche Behälter, drei hoch, sollte ich laden? Und weil ich keine Gurte dabei hatte, bin ich mal so spaßeshalber bei denen in die Dispo. Na? Ich soll hier 28 Behälter abholen. Ja. Und da habe ich gesagt, ich habe aber keine Gurte dabei. Da haben die mich erst mal angeguckt, wie Echeler, wenn es blitzt. Oh, dann kriegst du die Ware nicht. Schön, gut, ist in Ordnung. Haben wir uns das wieder gespart. Dann musst du Montag kommen. Freitagmittag, ne? Dann musst du am Montag kommen. Ich will nicht. Ich will den noch überholen. Weil sonst fahre ich den wieder mit wenig Abstand hinten drauf. Das mag ich nicht. Ich denke ja gar nicht dran. Bin ich denn Jesus oder was? Ja, dann kriegst du die Ware nicht. Also gut. Am Montag. Wenn nicht, hat der Geist ein Problem. Okay, am Montag. Da habe ich mit der Dispo ausgemacht von ZF Stemwede, dass wenn am Montag die Ware nicht abgeholt wird, dass der Geist Probleme kriegt. Und zwar richtig massiv. Weil er die Ware nicht abholen kann, weil ich keine Gurte drauf habe. Das ist ein Geistzeitproblem, nicht meins. So. Dann habe ich am Freitag habe ich noch abgeklärt. Wir hatten ja am Samstag dann Besprechung, dass auf dem LKW mindestens 32 Gurte draufkommen. Damit ich pro Fahrzeug, wir haben vier Brücken, 8 Gurte verwenden kann. 8, 16, 24, 32. Also für vier Brücken 8 Gurte. Das ist eine Chaos-Spedition. Das ist eine Chaos-Spedition. Ganz einfach. Da funktioniert nichts. Ich bin die Nachtschicht danach gefahren, als der Kollege wieder aus Dubai zurück war. 3 Wochen Nahverkehr. Da hat nichts funktioniert. Der Montag habe ich dann, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich dann Gurte drauf. Ich habe dann die Schrottgurte hinten aus dem Kasten geholt, damit ich wenigstens ein bisschen was zum Gurten hatte. Die haben zweimal meine Ladung fotografiert von ZDF. Die haben so einen Hals mit so einer Krawatte gekriegt. Weil ja meine Palette auf eine LMKG, zwei Paletten, eine LMKG oben drauf gestellt. Der kam nicht hin mit dem Stapler. Da hat er seinen Vorgesetzten geholt, der hat ein Bild gemacht. Sein Freunde, so nicht.
Da hat Geist mal richtig schön negativ Punkte gekriegt. Ja, wir haben da so unser Bewertungssystem. Und wenn die Schmiede nicht aufpasst, dann kriegst du den Auftrag entzogen. Das ist normal bei solchen Firmen. Ja, wenn der Kunde sagt, Freunde, ihr habt zu viel Scheiße gebaut, wir übergeben das Ganze jetzt am Schenker zum Beispiel oder an den Dachser. Oder an eine andere Spedition, die sich um Ladungssicherung kümmert. Bei der wird sowas nicht vorkommen. Am Schenker auch. Bin ich mir sicher, dass sowas passiert, aber nicht in dem Maß. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, ich bin danach, nach den 3 Wochen, bin ich 2 Tage noch Nachtschicht fahren. Dann habe ich die Papiere früh mal durchgelesen und dann stand drauf, wird nicht bei der Spedition Geiss abgeladen. Hm. Interessant. Wo geht denn das hin, das Kraut? Paderborn. Aha. In die Heinrich von und zugenäht Straße. Ah. Zur Firma Stöpsel. Keine Ahnung, wie die Firma jetzt hieß. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Irgendein Zulieferer für die Autoindustrie. Ich glaube, was mit Licht in Paderborn. Irgendwas oder war eine andere Firma. Ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Meine ich auch egal. Damit ich da hinkomme, abends 18:30 Uhr, Pfadner hat mich reingelassen. Ja, die Bahnannahme ist da vorne und dann links rum. Aha. Ja gut, bin ich hingefahren, da war Baustelle, da kam es mit dem LKW nicht weit, Niederzug. Fährt ja bei uns sonst keiner, das muss immer ich machen. Weil die Seilzugfahrer sind sich zu fein, Gliederzug zu fahren. Das ist so. Da muss ich als Sattelfahrer muss einen Gliederzug fahren. Ja gut, ich bin früher war ich Gliederzug. Für DHL und so. Das war meine normale Aufgabe. Ja, auch im Nahverkehr bin ich mit Anhänger gefahren. Muss er 40 Tonnen mit Anhänger hinten dran. Sprach der Rabe immer mehr. Kackerfraßen, bitte sehr. Naja. Na gut, dann war ich in der Warnannahme gestanden, hat sich keine Sau für mich interessiert. Und dann kam der Staplerfahrer. Hey, wir haben falschen Zug, gell? Aha. Ja, mach auf. Dann haben wir aufgemacht. Habe ich ja schon mal 2 Paletten aufstellen müssen, die sind umgefallen, da war keine Ladungssicherung, wie immer beim Geiss. Ist doch normal, da sind 2 Paletten umgefallen, ist doch nicht mein Problem. Das habe ich zum Staplerfahrer gesagt, das ist keine Ladungssicherung an Bord. Dann übernehme ich den LKW ab Gütersloh abends um 18 Uhr, 17:30 Uhr, fahre nach Paderborn, lade aus und die Paletten liegen quer. Weil da kann der Fahrer nichts dafür, ne, weil halt die Firma Geiss keine Spannbretter zum Beispiel zur Verfügung stellt. Die werden dann nochmal ganz gern, wenn wir sie drauf tun, werden sie runtergeklaut. Die werden für andere Zwecke benutzt. Aber auf unseren Brücken, ne, von den, sind ja nicht Geissbrücken, sind ja nicht unsere eigenen, da müsste eigentlich jede Brücke müsste 2 Spannbretter haben. Was willst du mit 1 Spannbrett anfangen? Und Gurte müssten drauf sein. Kostet Geld. Die können doch nicht mal destilliertes Wasser kaufen. Ein Kanister. Die bräuchten einen Ersatzkanister für destilliertes Wasser. Ohne Inhalt. Selbst das ist für die Spedition schon zu teuer. Der Kanister alleine. Der leere Kanister. Was wird denn so ein Kanister kosten? 5 Euro? Das ist denen zu viel Geld. Das wollen die nicht ausgeben für den Kanister. Da langst du dir doch ans Hirn. Die können sich noch nie mal einen Kanister leisten. Wahnsinn.
nennt sich Spedition. Zweiter Tag, gleiches Spiel. Bei der Firma abladen. Der Staplerfahrer hat gesagt, du brauchst gar nicht morgen nochmal zu kommen. Das ist nicht abgesprochen mit uns. Abends wird nicht abgeladen. Ja? Ich möchte gerne wissen, wer das veranlasst hat. Ich dürfte nicht fragen. Ich liefere nur. Ich mache das, was auf dem Blatt Papier steht. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich liefere nur. Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich mache die Seite auf, du kannst das Zeug rausnehmen, dann bin ich, dann verpiss ich mich. Dann habe ich gesagt, was, nächstes Mal, wenn du reinfährst, ne, stell dich ein bisschen so und so, dann kannst du schön rückwärts rausfahren. Der Staplerfahrer war in Ordnung. Er war nur angepisst, dass ich abends kommen bin, 19 Uhr, 18.30 Uhr, 19 Uhr. Und da musste ich ja noch zum Hartmann nach Paderborn, die 2 Kilometer, 2 Minuten von da aus. Und mein Sammelgut abholen. Auf dem LKW sah es aus wie Kraut und Rüben. Weil 2 Paletten hier, 1 Palette, 2 Paletten da umgefallen und hinten 4 Paletten. Also 8 Paletten insgesamt. 16, wenn man es genau nimmt, doppelt. Naja. Am nächsten Tag hatte ich wieder die Scheiße drauf. Ich habe gesagt, okay, ist in Ordnung. Dann fahre ich jetzt zu Hartmann. Wir haben schon 19.30 Uhr. Die machen ja um Freitag, nee, Dienstagabend, ich weiß nicht, wie lange die offen haben. Also die haben schon durchgehend Produktion und so. Ja? Aber eben keine Warenannahme. Die ist zu. Die wird nur von früh um 6 bis abends um 17 Uhr zum Beispiel. Ja, ZF Damme zum Beispiel, von 6 Uhr früh bis 17 Uhr, dann machen die Feierabend. Die Produktion läuft weiter, falls sie da was produzieren. Eigentlich schon, ja. Aber ja, die produzieren. Aber die Warenannahme ist dicht. Versand weiß ich nicht, aber Warenannahme ist dicht. Machen um 17 Uhr Feierabend. Fertig. Dann möchte ich um 16 Uhr raus bei der Firma sein. 16 Uhr. Dann bin ich um 18 Uhr in Gütersloh, dann kann der LKW weiterfahren. Dann bis 18.30 Uhr soll ich in Gütersloh stehen, dass der Kollege übernehmen kann im Nahverkehr. Habe ich teilweise, wenn ich eine Stunde zu spät komme, kommt der LKW früh eine Stunde zu spät. Dann komme ich am nächsten Tag eine Stunde zu spät raus. Komme ich abends wieder eine Stunde zu spät. Das geht dann die Woche durch. Na, wenn ich am Dienstag zu spät komme, dann komme ich am Freitag auch zu spät. So einfach ist das. Wenn der Kollege jetzt im Stau steht, bis früh um 10, also erst um 10 in Gütersloh aufschlägt, und ich erst um 10 Uhr loskomme, dann bin ich um 11:30 in Stendwede. Dann habe ich verloren. 6 Uhr, 8 Uhr bin ich unten. 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr. 3,5 Stunden habe ich dann verloren. 3,5 Stunden. Durch die 3,5 Stunden stehe ich in Stendwede einfach mal so rum, bis ich meine Entladung und meine Ladung habe. Dann fahre ich um 12 Uhr, 12.30 Uhr. Letztens bin ich gefahren um 12:30 Uhr. 11.30 Uhr, 8 bis 11.30 Uhr habe ich mal. Also wenn ich um 10 Uhr in Ding losfahre, dann bin ich um 11.30 Uhr bin ich dort. 3,5 Stunden Verspätung. Bei Hartmann im Büro. Ich habe schon angedockt gehabt. Da habe ich die Papiere hingelegt. Ich habe gesagt, hier einmal Espekamp muss runter. Aha. Und einmal hier Dingsbums. Die
Firma hier, gleich da vorne ums Eck ist die Firma. Die muss auch runter. Mit 12 Paletten. Aha. Ja, die müssen runter. Das sind 6 Stellplätze, dann haben wir Platz für Ding. Und dann können wir was zuladen. Weil wir müssen ja zuladen. Ansonsten habe ich keinen Platz. Habe ich 2 Stellplätze hinten. 2x2 macht 4. Doppelt. Mehr habe ich nicht gehabt. So. Und dann sagt der Disponent zu mir, das ist aber nicht abgesprochen gewesen. Naja. Ist nicht mein Problem. Ich habe den Auftrag, die Ware hier abzuladen. Also Espelkamp auf jeden Fall, die andere Firma wusste ich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob ich die da hätte abladen sollen, vielleicht. Ich habe es einfach mit abgegeben, mir ist das egal, weil ich schaffe das eh nicht. Die sagen zu mir, brauchst du gar nicht erschrocken. Dann nehme ich mal an, dass das der Hartmann fährt. Die sind näher dran, die haben 2 Minuten bis zu der Firma, die können da schnell einen LKW hinschicken. Sagen, du hast nichts abgesprochen mit uns. Mit dem Hartmann. Das ist gar nichts abgesprochen. Überhaupt nichts. So, was ist denn das für eine Spedition? Ich habe einen Partner in München. Dem schicke ich ab und zu mal Paletten. Dem sage ich dann auch, pass mal auf, morgen schicke ich dir 2 Paletten. Na, ich habe hier den Auftrag liegen. Beim Geist kommt da gar nichts. Da wird nicht telefoniert, da wird kein Fax, da wird noch nie mal gar nichts. Nichts Schriftliches, nichts Mündliches, nichts. Was sind das für eine Spedition, bitteschön? Was soll denn das werden? Aber vorm Büro hängt ein schönes, großes Plakat, wo was von draufsteht, von Logistik mit Herz. Sowas in der Richtung. Was er den ich weiß jetzt genau, was da steht, aber irgendwas so Logistik mit Verstand, Herz, irgend sowas, irgend so ein Krampf steht da, wo dich an die Birne fasst, denke ich, das ist Logistik. Das ist doch nicht Logistik. Das kannst du doch nicht Logistik nennen. Was soll das werden? Das ist ein Witz, hä? Ich habe selten so gelacht. Ich habe zum Beispiel im Nahverkehr habe ich den Auftrag gehabt, 80 Euro Paletten von ZF Bielefeld nach Lemgo fahren. Ja, habe ich über Beere geholt, früh um 6 Uhr. Ich war frühzeitig dran. 6.30 Uhr, 7 Uhr machen sie auf, 7 Uhr bin ich reingefahren. Na, die waren, der Versand hat aber noch nicht ganz so offen. Da war ich oben, da haben die erst aufgemacht. Da war der in seinem Büro drin gehockt, in seinem Kapuff. Dann habe ich ihm den fetzen Papier unter die Nase gehalten. Da sage ich, ich kriege von euch 80 Euro Paletten. Ich brauche die Papiere dafür. Dann ist er über ins Büro geschlappt. Der hat so einen Hals, so eine Krawatte gehabt. Der ihm ist förmlich, das Ding zu der Nase raus, der Dampf zur Nase rauskommt, so stiermäßig. Und da habe ich mal gefragt, von wem aus geht das eigentlich, die 80 Euro Paletten? Ja, das ist vom Geist aus. Hä? Das geht nicht von ZF aus, sagt er. Das geht vom Geist aus. Moment. Nur, dass ich das nicht falsch verstehe. Der Geist sagt ZF, ihr müsst jetzt 80 Euro Paletten von euch nach Easy Isri Lemgo fahren? Ja. Wahnsinn. Er sagt zu mir, dass von ihm aus würden sie das nicht machen. Ich erkläre es mal so. Du bist Kunde beim Geist. So, du hast einen Haufen Paletten auf dem Hof stehen. Jetzt kommt ein Fahrer zu dir und sagt, ich möchte gern den Stapel Paletten mitnehmen. Und du stehst da und denkst dir, warum? Hier ist der Wisch. Weil die Firma Geist sagt, die Paletten, die da stehen, musst du nach Lemgo. Deine Paletten. Die
könntest du vielleicht für was anderes gebrauchen, aber du musst den auch nach Lengo schicken. So einfach ist das. Das sagt dir der Geist als Spediteur, was du mit deinen Paletten zu tun und zu lassen hast. Ganz einfach. Der Spediteur sagt dem Kunden jetzt, wo er seine Paletten hinschieben kann. Anderes Beispiel. Ich war in Memmingerberg, lade ich 30 Paletten Teile für ZF Saarbrücken. Ich komme abends um, wann komme ich an? 17 Uhr komme ich in Saarbrücken an. Naja, der von der Warenannahme sagt zu mir, nee, das hätte eigentlich heute früh um 7 Uhr da sein müssen. Komm morgen früh um 7 Uhr wieder, weil wir haben ein bisschen Platzmangel auf der Halle und wir haben ja noch andere LKWs zu abzuladen und so. Komm morgen früh um 7 Uhr wieder. Jawohl, mache ich. Fahr also, dackel also zum LKW, fahr raus, stell mich im Gewerbegebiet, da ist viel Platz. Mach mal eine Pause, klingelt das Telefon, Disponent ist am Telefon. Ja, die Firma Geiss hat gerade angerufen. Ich soll sofort zu ZF fahren, die warten auf mich, du wirst gleich entladen. Komisch. Irgendwie habe ich das anders in Erinnerung. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass der vom Dacher gesagt hat, der von der Warnername, der das im Büro managt, dass sie keinen Platz auf der Halle haben, dass sie schon, die müssen stauchen bis zum geht nicht mehr, um die Ware überhaupt von den anderen LKWs noch auf die Halle zu kriegen. Das ist komisch. Und er sagte zu mir, ich soll morgen früh um 7 Uhr wiederkommen. Nee, du sollst gleich hinfahren, die haben das mit dem Geist abgequatscht und ich möge doch gleich kommen, die warten auf mich. Ich komme also hin. Ich melde mich wieder bei der Pforte an und sage, ja, Warnername, ne, die Halle, nicht Halle 1, sondern die andere Halle daneben, links, da man rückwärts in die Tore reinfährt. Also jetzt geht das Tor auf, dann fährst du rein, dann kommt lange nichts und dann kommt der Schrampe und dann geht vor dir, vor deiner Windschutzscheibe, geht das Tor zu. Blapp. Dann ist es schön warm in der Bude im Winter. Du darfst das Tor auch nicht selber aufmachen, das macht ein Bediensteter von ZF. Das dürfen nur die machen, die dürfen nur auf und zu machen. Nur die dürfen auf und zu machen. Wir dürfen das Ding nicht anrühren. Die haben dafür extra einen Schlüssel. Klack. Und dann geht das Ding auf und zu. Lass dich nicht erwischen, das heißt Hochverbot, wenn du das Tor anfasst.